Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Projekt, einem etwas kurzen, aber spaßigen Projekt. Und zwar geht es um Pokémon Snap. Ihr habt ja gerade gesehen, wohin uns die Reise führt, warum wir überhaupt hier anfangen und starten. Es geht um ein ganz bestimmtes Pokémon und dieses Pokémon habt ihr jetzt gerade zur Hälfte oder teils gesehen. Na, wer von euch weiß schon, welches Pokémon da auf uns wartet? Naja, diejenigen, die das Spiel kennen, ja, die wissen es natürlich, ne? So, bei Optionen muss ich nichts einstellen. Ich mache aber ein neues Spiel. Ich scheiß auf meinen alten Speicherstand, das ist mir egal. Im Großen und Ganzen geht es sich hier um ein, ja, Fotospiel. Nur halt mit Pokémon. Und ich fand das damals gar nicht so schlecht. Ich würde mir wünschen, für die Wii U würde es ein etwas neueres geben. Es gibt ja mittlerweile schon fast 1000 Pokémon. Also so um die 800 knapp vielleicht. Und dann finde ich, dann hätte man doch auch mal wenigstens ein paar neue Pokémon Snaps raushauen können, ne? Oder nicht? Ich fand das ganz cool damals, das Spiel. Ich habe es gerne gespielt. Und ja, dieses Let's Play ist jemandem gewidmet. Und zwar, ich nenne ihn immer Pokémon-Meister, weil er spielt gerne Pokémon, aber heutzutage spielt er nicht mehr so gerne Pokémon. Er ist lieber mit WoW beschäftigt, das finde ich ein bisschen traurig. Aber, ja, er hat mich immer dazu versucht zu drängen. Let's play doch mal Pokémon. Los, Pokémon, ich will Pokémon sehen und hier kriegst du ein Pokémon. Ja, Pokémon Snap. So. Wenn du ein neues Spiel beginnst, wird der vorhandene Spielstand gelöscht weiter, ja. Oh nein, Leute, was habe ich getan? Nein, Spaß. So, ja, wie nennen wir uns denn? Ja, kommt, Leute, ich bin ja Mr. Aura Jumper, ne? Damit ihr es nicht vergessen solltet. Aber wisst ihr was? Weil das Let's Play jemandem gewidmet ist, nennen wir uns so wie dieser junge, nette Herr, der nur noch WoW spielt. Und, ja, gut. Wir heißen Ronny. Hallo Ronny, mein Name ist Professor Eich, ich bin Pokémon-Experte. Ich habe dich wegen meines Pokémon-Reports eingeladen. Ich möchte, dass du für meinen Pokémon-Report Fotos von Pokémon machst. Hier auf der Pokémon-Insel kannst du überall wilde Pokémon finden. Das hier ist das Zero-One-Mobil. Oh, Zero-One-Mobil. Damit kannst du dich auf der Insel fortbewegen. Das Zero-One-Mobil fährt immer Richtung Zieltor, dem Endpunkt jeder Strecke. Soll ich diese Infos wiederholen? Nein, danke. Auf der ersten Tour zeige ich dir, wie man Bilder macht. Ich zähle auf dich, Ronny. Ja, wir heißen Ronny, wie schon gesagt. Das muss ich erstmal speichern, Leute. So. So. Der Sound war gerade verschwunden. Müsst du weitermachen? Na klar, machen wir weiter. Wir haben das Let's Play gerade erst angefangen. So. Gut. Der Strand. Ein sonniger Strand. Großartig. Hier kann man bestimmte tolle Fotos schießen. Ach nee, bestimmt. Doch, bestimmt tolle Fotos schießen. Oh, meine Fresse. Ah, dieses bestimmte war da gar nicht drin. Egal. Wollen wir mal starten? Soll ich diese Strecke wählen? Na klar, nicht später. Wir haben keine anderen Strecken. Hau rein, Opa. Mal gucken, ob der alte Mr. Horror Jumper es noch drauf hat. Und da haben wir auch schon unser erstes Pokémon. Und zwar ein Taubsi und noch ein Taubsi. Komm her. Und noch ein Taubsi. Warum kann ich... Achso. Schieße möglichst viele Pokémon-Fotos. Ja, das ist mir bewusst. Ich konnte mich nur nicht bewegen, aber ich habe gerade noch den Abzug drücken können. Nein, Dodo. Alter, er ist weggelaufen. Oder die sind weggelaufen? Hat Dodo zwei Persönlichkeiten? Keine Ahnung. Da, ich hab's getroffen. Pikachu, komm her. Los, schenk mir ein Lächeln. Los, los. Ah, voll Porno. So, und jetzt hier, Smetwo. Mach dieses schöne Geräusch für uns. Los.
tu es! Nein! Ist gar nicht so einfach, Leute. Vor allem mit dem Stick nicht. Da! Hört ihr sie? Oh, die ist Madboss. Ah, zwei auf einen Schlag ist manchmal gar nicht schlecht. Oh, Mann. Ja, Baby. Yeah, gib's mir. Ja, du, ja. Bist ein bisschen unerotisch. Was mit dir? Miauts, genau. Ja, wir haben nur noch 36 im Film. Ich sollte nicht zu viel rausballern. Ey, hör auf zu miauen. Gibt's noch ein... Da! Alter, das hätte ich ja fast ab... Boah, geilo. Ja, Leute, ich gucke zurzeit Shin-Chan, deswegen geilo. So, war da hinten nicht? Ja, komm, Lapras. Oh, yes. Zeig dich von deiner Schokoladenseite. Ich hätte gerne das Mauzi mit dem Taubsi gehabt. Nein! Ich hab's verbockt. Fängt ja gut an. Naja, ein paar Schnappschüsse habe ich ja schon. Ein paar Sachen kann man auch erst aktivieren, wenn man gewisse Gegenstände bekommt. Oder Items. Hilfs-Items. Ja, hier scheint nichts zu sein, aber hier könnte was sein. Komm her. Yes. Ja, mein Lapras. Oh, 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 nein, Dodo. Schnell, 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 jetzt. Komm. Boah, yeah. Nicht schlecht, oh, oh, oh. Was ist wohl das? Fragezeichen? Boah, yeah. Oh, Kangama. Kangama? Du drehst dich auch nicht um, ne? Oder? Nee, du drehst dich nicht um. Also sieht nicht danach aus. Boah, zwei Taubsis. Nicht schlecht. Wir haben nur noch 16. Da, da, da. Nein, Taubsi. Hau ab. Alter. Mach der Windstoß. Hier ist normalerweise, glaube ich, auch noch was, aber, ja. Das war unsere erste Fahrt, Leute. Die erste Fahrt ging fast 8 Minuten. Oder eher gesagt, genau 8 Minuten. Mal gucken, wie die Wertung von Professor Eich ist. Na, wie viele Bilder haben wir denn gemacht? Holy shit, 46. Ja, der Fotoscheck. Da, der Bisasam ist auch irgendwie cool, so im Hintergrund so eingedruckt. Ja, was sagst du denn, Professor Eich? Wähle Bilder aus, um sie Professor Eich zu zeigen. Ja, mache ich jetzt. Wurden 6 Bilder gemacht. Ja, jetzt kommen noch keine Vergleiche, ne? Ich weiß. Tja. Was sagst du dazu? Ja, mal zeigen. Ich nehme dieses Bild. Aha. Oh, Pikachu. Ich glaube aber, ich habe noch ein besseres Bild von Pikachu. Ich muss noch mal gucken. Ja, Dodo. Ja, ich glaube, davon haben wir auch noch ein besseres Bild. Smetbo? Nee. Nee. Ah. Oh. Sieht lustig aus. Smetbo mal so und dann Smetbo mit Palme. Naja. Und hier sind 2 Smetbos. Oh, wie fröhlich sie sind. Nee, den nehmen wir aber nicht. Alter, nein. Ja, den können wir gar nicht nehmen. Der steht halt nicht auf Bäuche. Boah, oder er steht nicht auf Bauch. Ja, komm. Das nehmen wir. Von Lapras haben wir, glaube ich, auch noch was Besseres. Ja, ich nehme das. Ja, Mauzi von hinten ist nicht wirklich gerade, ne? Nee. Oh. Alter Schwede, guckt euch das an, wie das Evoli aussieht, mit den Augen zu. Das nehmen wir, oder? Würde ich mal sagen. Ja, Kangamas Rücken. Sonst haben wir alle, oder? Oder? Nee, Dodo hatten wir nicht. Ah, Dodo habe ich aber so Scheißbilder. Und Smetbo auch. Nee, das sieht doof aus. Auch. Nee, das sind so Gammelfotos. Ich will was Besseres. Ja, komm, wir nehmen das Smetbo-Foto.
Na gut, ich sollte mich mal langsam entscheiden, ne? Ja. Komm, wir nehmen jetzt einfach das. Besseres haben wir halt nicht. So, ich glaube, das war's, ne? Ich guck nochmal vorsichtshalber. Da bin ich mal gespannt, was für Punkte der nette Herr uns geben wird. Oder eher gesagt, wie gut Ronnie jetzt im Endeffekt war. Möchtest du dieses Bild Professor Eich zeigen? Ja. Ja. Und? Eischeck. Was gibt's Neues? Lass mich mal sehen. Das ist Taubsi. Wie groß ist die Abbildung? 420 Punkte. Es ist ganz okay. Wie sieht die Pose aus? 1000 Punkte. Gut gemacht. Sehr hübsch. Kommen wir zur Technik. Gut. Das Pokémon ist in der Mitte des Bildes. Ich verdoppele deine Punktzahl. Wow. Es sind weitere Taubsis im Bild. Dafür gebe ich dir zusätzliche 230 Punkte. Wunderbar. Dein Bild ist tadellos. Mach weiter so. Lass mich mal sehen. Das ist Dodo. Wie groß ist die Abbildung? Naja. 280 Punkte. Es ist ganz okay. Ich finde es miserabel, aber wenn es ganz okay ist. Wie sieht die Pose aus? 10 Punkte. Das ist nicht so gut. Ach nee, wirklich? Du warst nah dran. Ja, ich weiß. Aber ein schöner Rücken muss nicht unbedingt entzücken. Alter, die Sprüche vom Eich sind ja mal richtig genial. Lass mich mal sehen. Das ist Pikachu. Wie groß ist die Abbildung? 510 Punkte. Es ist ganz okay. Wie sieht die Pose aus? 1000 Punkte. Gut gemacht. Sehr hübsch. Kommen wir zur Technik. Gut, das Pokémon ist in der Mitte des Bildes. Ich verdoppele deine Punktzahl. Wunderbar. Dein Bild ist tadellos. Mach weiter so. Oh, jetzt kommt Smetbo. Lass mich mal sehen. Das ist Smetbo. Wie groß ist die Abbildung? 680 Punkte. Es ist ganz okay. Wie sieht die Pose aus? 750 Punkte. Es ist ganz okay. Kommen wir zur Technik. Gut, das Pokémon ist in der Mitte des Bildes. Ich verdoppele deine Punktzahl. Ja, danke schön. Wunderbar. Dein Bild ist tadellos. Mach weiter so. Ja, unser Mauzi. Lass mich mal sehen. Das ist Mauzi. Wie groß ist die Abbildung? 430 Punkte. Es ist ganz okay. Wie sieht die Pose aus? 1000 Punkte. Gut gemacht. Sehr hübsch. Kommen wir zur Technik. Gut, das Pokémon ist in der Mitte des Bildes. Ich verdoppel deine Punktzahl. Wunderbar. Dein Bild ist tadellos. Mach weiter so. Dankeschön. Und, ach ja, stimmt, Lapras hatten wir ja auch noch. Lass mich mal sehen, das ist Lapras. Wie groß ist die Abbildung? 230 Punkte. Es ist ganz okay. Wie sieht die Pose aus? Das Pokémon entspannt sich. 1000 Punkte. Kommen wir zur Technik. Gut, das Pokémon ist in der Mitte des Bildes. Ich verdoppele deine Punktzahl. Wunderbar. Dein Bild ist tadellos. Mach weiter so. Ja, Leute, ich hätte wirklich Pokémon-Fotograf werden sollen, anstatt Let's Player. Ich sehe es ein. Lass mich mal sehen. Das ist Evoli. Wie groß ist die Abbildung? 520 Punkte. Es ist ganz okay. Wie sieht die Pose aus? 800 Punkte. Gut gemacht. Sehr hübsch. Kommen wir zur Technik. Gut, das Pokémon ist in der Mitte des Bildes. Ich verdoppele deine Punktzahl. Boah, wir haben gut Punkte abgesahnt dafür, dass ich am Anfang gefailt habe. Wobei, es war ja so, als ob ich schon Taubsi direkt einen Headshot geben wollte, ne? Am Anfang, wo ich das Bild gemacht habe. So schnell war ich am Drücker. Ja. Ja, ja. Dein Bild ist tadellos. Mach weiter so. Ah, ja, Kangama. Jetzt kommt wieder mit Rücken entzücken bestimmt. Lass mich mal sehen. Das ist Kangama. Wie groß ist die Abbildung? 520 Punkte, es ist ganz okay. Wie sieht die Pose aus? 10 Punkte, das ist nicht so gut. Du warst nah dran. Ja, das weiß ich auch. Aber ein schöner Rücken muss nicht unbedingt entzücken. Ja, den muss ich mir mal merken. Ich speichere die Ergebnisse deiner Fotoreise im Pokémon Report. Warte, Ronny, wir gehen zurück ins Labor. Oh, ihr geht zurück ins Labor. Was macht ihr denn da, ihr Turteltäubchen? Alter, das hat sich jetzt richtig komisch angehört. Pokémon im Report haben wir schon 8 Stück und Pokémon, also Report, Punktzahl. Oh,
17.730 Punkte. Nicht schlecht. Also die zweite Map müsste ja freigeschaltet werden, oder? Wie sieht's aus? Alter. Ich habe die Bilder gesehen, die du gemacht hast, Ronny. Sie sind jetzt im Pokémon-Report gespeichert. Wenn du mehr Pokémon-Fotos gemacht hast, werde ich dir weiterhelfen. Viel Erfolg, Ronny. Übrigens, du kannst ab sofort den Pokémon-Report also einsehen. Oh, oh, oh. Heißt das, wir müssen jetzt immer noch auf der Strecke verweilen? Nee, okay, da der Tunnel. In diesem dunklen Tunnel war früher ein Kraftwerk. Dort gibt es viel zu entdecken. Ja doch, das können wir noch machen und dann beende ich den Part. Ja. Oh, 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 Leute, wo sind wir jetzt? Oh, 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 Pikachu! Du, 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 komm her! Nein, ich hab's verbockt! Leckere Ball! Komm her! Ja! Elektrik und Elektroball. Oh, nee. Doch, Elektroball könnten wir jetzt eigentlich in dieser Pose fotografieren. Komm, komm, komm. Schick mir ein Lächeln. Ah, fein. So. Hier gibt es auch Kukunas, wie ich sehen kann. Oh, die hauen aber schnell ab. Ich will aber Kukuna in einem bestimmten Zeitpunkt treffen. Nein, du scheiß Elektroball. Alter. Elektrik, steh doch auf. Na gut, dann nicht. Ja. Ich weiß, ich verpasse einiges. Elektroball. Nein, das war ein... Oh, Zubat. Komm her. Scheiße. Alter, ist das dein Ernst? Ich hab Zubat Oh, auch Kukuna verbockt. Nee, Leute, ich dreh die Kamera gerade wirklich wie so ein Besoffener. So. Ja. Das Ei ist noch ein Fragezeichen, damit können wir später auch was anfangen. Und das, was da rum, also herumschwört auch. Ja, diese Maschine auch. Aber ich kann es ja trotzdem versuchen, komm her. Ich hab's wenigstens getroffen. Alter, ich hab's getroffen. Kappador. Ich glaube, es kommt noch einmal raus, aber... Alter, hab ich's getroffen? Ich hoffe, es war ein guter Schuss. Guter Schnappschuss. Ja, ich muss gucken, wo welches Pokémon an welcher Ecke nochmal war, damit ich mich schnell genug umdrehen kann. So, ein Electek. Ein Pikachu und ein Dickda, komm her. Dickda, Dickda, Dickda. Pikachu. Da, jetzt, komm. So. Ja, diese Electek sind eigentlich für den Arsch. Die zeigen uns auch ihren Hintern. Die muss ich nicht unbedingt haben. Ja, das, damit können wir auch noch nichts machen. Dafür brauchen wir die Electex oder Pikachu, glaube ich. Es kommt auch alles noch viel später. Ja, und die, immer wenn man die versucht zu filmen, ja, dann ärgern die sich oder ärgern uns. Vielleicht kann ich Elektroball noch irgendwie in einer perfekten Position kriegen. Er smilet so schön. Na gut. Jetzt haltet doch die Klappe, Magnetilo. Hau ab, Mann. Los, verschwindet. Zieh Leine. Alter, ich werd dich... Ich bin dich nicht mal am Fotografieren, also nicht mal mit der Kamera auf dich am draufhalten. Und du... Das wäre so ein episches Bild, Leute, aber naja. Was will man machen? Die zweite Stage haben wir jetzt auch schon hinter uns. Ja, wie viele Bilder haben wir jetzt gemacht? Oh, ein bisschen weniger als davor. In der ersten Stage. Mit Album Mark kann ich meine Lieblingsbilder im Album speichern. Ach so. Ja, das müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Ja, was könnte denn besser sein als dieses Pikachu? Oh, das haben wir doch getroffen. Ja, ich versuch... Ah, nee. Ich muss dieses Pikachu nehmen, weil das andere Pikachu... Das war mit dem Dickda, aber das war ja eigentlich Dickda.
Ja, ich weiß nicht. Entweder dieser Elektroball oder... keine Ahnung. Oh, Electek. Ja, der ist in der Mitte, gibt eigentlich gut Punkte. Oh, ich habe Kukuna doch getroffen. Haha, hätte ich nicht gedacht. Zubat haben wir auch getroffen, aber... nee, sind doofe Bilder geworden. Oh, wir haben das Apollo getroffen. Oh, Carpador. Boah, richtig sexy bist du. Aber sowas von. Boah, ja, Zubat. Ich glaube, das ist das beste Zubat-Bild. Ja, das Ei können wir nicht nehmen. Ne, wartet mal. Kann ich das nicht zurücknehmen? Nein! Ach so. Sorry, Leute. So. Nee, das ist nicht so schön. Das ist nicht so in der Mitte irgendwie. Ist zwar nah dran, aber muss nicht. Was haben wir denn hier? Nee. Nee. Wobei, Pikachu macht eine coole Pose, oder? Ja, ja. So richtig groovy ist Pikachu, ja. Aber ich erkenne kaum was auf diesem Pixelsalat, aber naja. Ja doch, Pikachu sagt so ungefähr, yo, du bist der Shit, Mann. So, den nehmen wir. Ja, jetzt ist die Frage, ne? Ist das Elektroball besser? Nee, ich glaube das andere. Wartet mal. Nee, das andere ist von vorne und nicht mehr Rücken kann entzücken und so. Das kann ich nicht mehr hören. Ja, Professor Eich, das war's. Das ist unsere Auswahl. Ja. Mal gucken, was du dazu sagst. Hm, was gibt's Neues? Lass mich mal sehen. Das ist Pikachu. Es ist bereits ein Bild von Pikachu im Pokémon Report. Wie groß ist die Abbildung? 450 Punkte. Hm, es ist ganz okay. Naja, es war nicht besser als das andere, ne? Wie sieht die Pose aus? 750 Punkte, es ist ganz okay. Ah, schade. Bei dem anderen haben wir trotzdem mehr Punkte. Kommen wir zur Technik. Warte, dein Pokémon befindet sich nicht in der Mitte des Bildes. Es wäre besser, wenn das Pokémon genau in der Mitte des Bildes wäre. Ja, das habe ich ja eben versucht, aber ich habe es nicht mehr geschafft. Schade, dein letztes Bild war um einiges besser als dieses. Welches Bild möchtest du im Report speichern? Ja, dann nehme ich das hier. Lass mich mal sehen. Das ist Elektroball. Wie groß ist die Abbildung? 1000 Punkte gut gemacht. Sehr hübsch. Wie sieht die Pose aus? Es rollt umher. 500 Punkte. Kommen wir zur Technik. Gut, das Pokémon ist in der Mitte des Bildes. Ich verdoppel deine Punktzahl. Wunderbar, dein Bild ist tadellos. Mach weiter so. Ja, das ist doch mal eine ordentliche Summe. Lass mich mal sehen, das ist Electek. Wie groß ist die Abbildung? 400 Punkte. Hm, es ist ganz okay. Wie sieht die Pose aus? 1000 Punkte, gut gemacht, sehr hübsch. Kommen wir zur Technik. Gut, das Pokémon ist in der Mitte des Bildes. Ich verdoppel deine Punktzahl. Wunderbar. Wunderbar, ja. Dein Bild ist tadellos, mal weiter so. Hätte ich nicht gedacht. Aber ich konnte mir schon denken, was in der Mitte ist. Lass mich mal sehen, das ist Kukuna. Wie groß ist die Abbildung? 330 Punkte, es ist ganz okay. Wie sieht die Pose aus? 800 Punkte, gut gemacht, sehr hübsch. Kommen wir zur Technik. Warte, dein Pokémon befindet sich nicht in der Mitte des Bildes. Es wäre besser, wenn das Pokémon genau in der Mitte des Bildes wäre. Ja, ich weiß. Und wir haben Apollo, lass mich mal sehen. Das ist Apollo. Wie groß ist die Abbildung? 480 Punkte, es ist ganz okay. Wie sieht die Pose aus? 800 Punkte, gut gemacht, sehr hübsch. Kommen wir zur Technik. Gut, das Pokémon ist in der Mitte des Bildes. Ich verdoppel deine Punktzahl. Dein Bild ist tadellos, mach weiter so. Lass mich mal sehen, das ist Carpador. Wie groß ist die Abbildung? 500 Punkte, ja, es ist ganz okay. Wie sieht die Pose aus? Das ist ein Platscher. Ja, was soll der denn großartig denn anderes machen, ne? 800 Punkte. Kommen wir zur Technik. Gut, das Pokémon ist in der Mitte des Bildes. Ich verdoppel deine Punktzahl. Wunderbar. Ja, wunderbar. Dein Bild ist tadellos. Mach weiter so. Boah, Leute. Das ist schon anstrengend. Lass mich mal sehen. Das ist Zubat. Wie groß ist die Abbildung? 430 Punkte. Hm, es ist ganz okay. Wie sieht die Pose aus? 1000 Punkte. Gut gemacht. Sehr hübsch. Kommen wir zur Technik. Gut, das Pokémon ist in der Mitte des Bildes.
Ja, wunderbar, dein Bild ist tadellos. Mach weiter so. Lass mich mal sehen, das ist dick da. Wie groß ist die Abbildung? 230 Punkte, das ist nicht so gut. Du warst nah dran. Ja, ich hab's gemerkt, dass ich nah dran war. Aber das Pokémon sollte auf dem Bild größer sein. Ich speichere die Ergebnisse deiner Fotoreise im Pokémon Report. Warte, Ronny, wir gehen zurück ins Labor. Oh, schon wieder. Ja, was macht ihr da? Bilder fetten? Nee, war Spaß. So. Super. Du bist sehr schnell im Umgang mit der Kamera. Hier ist ein Geschenk für dich. Es ist sehr nützlich, wenn du Pokémon fotografieren willst. Möchtest du den Pokémon näher kommen? Dann benutze die Pokémon-Nahrung. Es ist ganz leicht, sie einzusetzen. Oh, so wird man also Pokémon-Pädophiler, indem man Pokémon-Nahrung benutzt, damit die näher kommen. Oh. Drücke A, um die Pokémon-Nahrung zu werfen, wenn du nicht durch den Sucher deiner Kamera schaust. Selbst entfernte Pokémon kommen gerne näher, wenn du sie auf diese Weise anlockst. Schau nach oben, wenn du weiter werfen möchtest. Ich habe noch einen Tipp für dich. Bewirf einen stillstehenden Elektroball mit Pokémon-Nahrung und warte ab. Viel Erfolg, Ronny. Soll ich diese Infos wiederholen? Nein, danke. Tja, Leute, ich würde sagen, wir speichern das Ganze mal, ne? Und ich würde auch sagen, das war auch, das war's dann auch mit dem ersten Part von Pokémon Snap. Extra für einen Herrn Ronny, weil dieser, ja, ich weiß nicht, sich so gerne Pokémon gewünscht hat. Naja, ich verabschiede mich. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran bei diesem kleinen Kurzprojekt. Bis zum nächsten Mal. Gebt mir Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert, was das Zeug hält und bis zum nächsten Mal, haut rein, wenn es wieder heißt, Pokémon fotografieren. Bis zum nächsten Mal, haut rein!